Bibliotheken gibt es viele in großen Städten, aber in kleinen Ortschaften sind Bibliotheken eine Rarität. Wissende Fondue besuchte Unterbergern und sah sich in der Bibliothek einmal um. In Bergern hat Lesen immer schon Tradition gehabt. 1983 fand die Bibliothek Platz im alten Pfarrhof. Doch der Bücherbestand wurde immer mehr und so übersiedelte man die Bibliothek in das 2018 errichtete Dorfzentrum von Unterbergern. Wir trafen die jetzige Leiterin, Frau Gertrud Schneemann, in ihrem neuen Reich und sie erzählte uns, was es denn so Tolles in der Bibliothek gibt. Unsere wunderbare Bücherei gibt es jetzt seit über einem Jahr und ihre zentrale Lage ist unglaublich. Man kommt zu Fuß her, mit dem Auto kann man gut parken und sie wird auch sehr gut angenommen. Eine Bibliothek ist besonders wichtig für die Kinder, für die kleinsten Kinder schon. Und zu diesem Buch und aus diesem Buch hat eine Lesung stattgefunden bereits. Und die Kinder haben dadurch kennengelernt, wie man in einer Bücherei sich verhält und wie wichtig eine Bücherei ist. Warum ist eine Bücherei so wichtig? Weil sie aufs Lesen vorbereitet. Und die Kinder bekommen Einblicke, wie sie es mit keinem Smartphone bekommen, mit keinem Internet, mit keinem Fernsehprogramm. In unserem Fall ist es sehr einfach gewesen. Das ist mehr oder weniger von selber gegangen. Wir haben sehr viele Bücher daheim. Und der Valentin hat im Prinzip im ersten Jahr in der Schule, sage ich mal, ungefähr nach einem Halbjahr die ersten Bücher gelesen. Bücher sind ein wahrer Schatz. Sie tauchen uns ein in Abenteuer, in fremde Welten. Und das ist besonders für die Kleinsten schon ganz, ganz wichtig. Das wissen auch unsere Familien. Sie kommen sehr fleißig mit den Kindern, Bilderbücher anzuschauen, ihnen vorzulesen. Das hilft ihnen weiter. Und sie haben damit einen Vorsprung schon in der Schule. Aber wenn wir vielleicht bei den Kleinsten noch bleiben. Wir haben da so wunderbare Bücher übers Mutmachen, auch mit Handicaps sein Leben zu bewältigen, tolerant zu sein, mit Menschen aller Hautfarbe zusammen leben zu können. Und diese Bücher sind so wunderbar gestaltet. Ich bin ganz verliebt in diese Bücher. Nicht zu vergessen die Tonis, die werden von den Kleinsten und den Volksschülern besonders gern genommen. Pettersson zeltet. Eines Tages stieg Pettersson zu dem Dachboden seines Häuschens hinauf, um dort nach etwas zu suchen, das er noch für seine neue Erfindung brauchte. Dann geht es weiter zu den etwas Größeren. Da beginnt schon die Fantasy mit zu bestimmen. Die holen sie sich sehr gern. Und besonders natürlich die Erwachsenen. Die sind auch eine ganz, ganz wichtige Zielgruppe bei uns. Und für sie haben wir ja ein Riesenangebot. Es gelingt uns, sehr aktuell zu sein, immer Bestseller auch im Programm zu haben. Aber wir müssen uns bemühen. Wir müssen schon uns bemühen, die Leserinnen und Leser bei uns zu halten, mehr Leserinnen und Leser zu gewinnen. Und das möchten wir vor allem durch Veranstaltungen, auch Leseabende und Literaturzirkel, Lesungen von Autoren. So möchten wir die Leserinnen und Leser zu uns holen. Und was kostet eigentlich ein Buch ausleihen in der Bibliothek in Unterbergern? 20 Euro ist der Jahresmitgliedsbeitrag für eine Einzelperson. Für eine Familie sind es 25 Euro und Kinder zwischen 6 und 18 Jahren zahlen 10 Euro. Dann gibt es noch die Möglichkeit, E-Books auch dazu zu buchen oder nur zu buchen und das kostet dann 5 Euro mehr. Und wer noch ein kleines Geschenk braucht, der findet bei den Holzkunststücken von Roland Sampel sicher das Passende. Und was wünscht sich die Chefin in der Zukunft? Immer mehr Leserinnen und Leser, immer mehr Kinder, die zu uns kommen, vor allem auch Jugendliche, die immer mehr und sehr gern zu uns kommen. Das ist mein größter Wunsch. Bücher sind die verlässlichsten Freunde,
die weisesten Ratgeber und die geduldigsten Lehrer. Nimm dir Zeit für dich. Und für ein gutes Buch aus unserer Bücherei. Es lohnt sich. Bücher lesen heißt wandern gehen in ferne Welten. Aus den Stuben über die Sterne. Wenn es dir schlecht geht, geh nicht in die Apotheke, sondern komm zu uns in die Bücherei. Unsere Bücherei ist eine große Schatzkiste in der Gemeinde. Sie rechnet sich zwar nicht, aber sie zahlt sich aus. Wir freuen uns sehr auf euren Besuch.